Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu World of Tanks. Seit langer, langer Zeit mal wieder. Und in letzter Zeit war echt viel los und Real-Life-Arbeit, Urlaub, hin und her, was man alles so hat, Haus. Ja, also keine Zeit gehabt und jetzt probiere ich mich einfach mal wieder daran. Ich bin vielleicht ein bisschen aus der Übung, insofern entschuldigt schon mal bitte, falls hier irgendwas schief gehen sollte. Das eine oder andere wird sicherlich vorkommen. So, in letzter Zeit gab es ja, oder aktuell gibt es noch einen Tag, glaube ich, die Berlin-Panzer. Und da war ich jetzt im Überlegen, hole ich mir den Thunderbolt und den Rudi noch oder lasse ich das bleiben? Für beide Panzer habe ich Alternativen als Crew Training, Alter. Und also ich habe zum Beispiel bei den Amis habe ich den Stufe 8er, den Korea Patton, und bei den Russen habe ich ja den T3485M oder auch den T54 Mod 1, um Geld zu machen oder halt Crew zu trainieren. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, die beiden Panzer würde ich zwar gerne irgendwann nochmal haben, aber ich lasse es erstmal und hole mir dafür ein relativ neu im Spiel, also seit heute Nacht wahrscheinlich irgendwann, seitdem das Update kam, 29, gibt es ja einmal den chinesischen TD-Zweig und ich bin auch schon etwas vorangeschritten, keine Ahnung, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich habe schon ein klein bisschen gespielt und habe mich da eigentlich mehr oder weniger durchgestorben. Also ich muss sagen, hier bei dem Tier 2er war ich echt froh, dass ich von 4 Runden, 3 Runden die Mittenguard-Karte hatte, dass man den Berg runterfahren kann, weil das Ding ist langsam wie Hulle. Echt uncool. Das Ding wird dann schon ein bisschen schneller, ist aber ungenau. Und das Ding hier ist von der Geschwindigkeit her okay, aber auch hier ist die Einzielzeit bisher echt mau. Liegt vielleicht auch daran, dass ich aktuell noch keine gute Crew für diese Dinger habe. Deshalb habe ich mir dieses Gerät hier gekauft und aktuell habe ich hier halt auch die Crew von dem Stufe 4er TD drin. Ja, von der Su-670 GFT. So, genau, die haben wir da alle drin und die trainieren wir hier jetzt gerade ein bisschen. Oder wollen sie jetzt trainieren, sagen wir es mal so. Und dann gucken wir mal. Ja, also der gute Panzer hier, keine Ahnung, große YouTuber haben ja schon gleich heute Morgen, als das alles brandneu war, ne, die kriegen ja auch von Wargaming dann immer einen Account zum Testen und so weiter und so fort. Wie auch immer als Standard WoTler. Ich bezeichne mich ja selbst als Casual WoTler, weil ich es halt auch nicht wirklich professionell betreibe. Tja, wir blechen dann dafür und hoffen dann einfach, dass wir Spaß dran haben. Und ich hatte mir auf jeden Fall 1-2 Videos angeguckt und habe halt für mich gesagt, okay, wie gesagt, ich verzichte dann erstmal auf den Thunderbolt und auf den Rudi und hole mir halt diesen Jagdpanzer hier, um halt die Crew zu trainieren. Also ein bisschen sinnvoll einfach, das zu machen. So, das gute Stück. Ich bin im 10er Match. Ja, okay. Also, ne, ihr seht gleich schon mal, Stufe 8er und 10er Matches. Also, never change a running system. Ja. Das läuft auf jeden Fall. Und das Ding ist auch relativ mobil. Also, wir sind hier bei 50 mit Berg runter und Rückenwind sogar. War ich gerade eben kurzzeitig mal bei 51, habe ich gesehen. Wow. Geschwindigkeitsrausch. So, und ich werde mich auf jeden Fall erstmal in meine, was heißt Lieblingsposition begeben. Aber ich werde mich erstmal hier hinbegeben. Und da sehen wir gleich schon mal. Zack. Kollege LTTB gebounced. Ich tippe mal, dass er mich nicht unbedingt gesehen hat, sondern eher, dass er einfach, dadurch, dass er aufgegangen ist und keinen gesehen hat, wusste er, okay, ich bin hinter dem Busch oder hinter dem anderen Busch. Meistens ist es halt der Busch. Dementsprechend, ja, hat er einfach mal drauf geschossen. Und jetzt weiß er, ich bin hier, definitiv. Bei den anderen beiden Schüssen hat er es wahrscheinlich auch schon gemerkt, weil er ja wahrscheinlich die Nachricht bekommen hat, irgendwas mit Abpraller oder sonst irgendwas. Das muss wehtun, wie auch immer. Was man da so halt für Sprachen hat. So. Aber nichtsdestotrotz, der LTTB ist ja nun auch, ist zwar auch nur in Stufe 8er, aber ich glaube vom Durchschlag her ist der relativ
Ist der ganz gut eigentlich. Aber ich bin besser vom Tier. So, da kriegst du erstmal eine kleine Schelle an den Kopf geknallt. Und ja, jetzt haben wir ja eigentlich einen Spotter hier. Das heißt, ich muss nicht mehr vorfahren, sondern ich kann jetzt stehen bleiben und einzielen. Herrlich. So, jetzt muss der Spotter nur noch spotten. Das wäre natürlich richtig cool. Ne, der Spotter fällt wieder weg. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Kollege Spotter spottet. Und irgendwie habe ich gerade ein bisschen Lag. Ja, muss ich mal eben ganz kurz pausieren. Kleinen Moment, bitte. So, ich weiß jetzt nicht genau, wird es besser, wird es nicht besser. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig, weil ich eigentlich vorher nämlich Platz gemacht habe auf der Platte. Damit ich halt hier mal wieder was aufnehmen kann. Aber es kann auch einfach sein, dass mein Rechner jetzt nach 10 Jahren doch so langsam mal den Geist aufgibt und ich mir vielleicht einen neuen holen muss. Was, ja, was uncool wäre. So, ich denke einfach mal, hier kommt keiner mehr. Ich werde mal ein bisschen mit nach vorne fahren. Weil ich natürlich gerne auch ein klein bisschen mehr erleben möchte hier. Denn das ist jetzt meine, weiß nicht, dritte Runde, glaube ich. Mit dem Jagdpanzer. Und ja, wie gesagt, also hundertprozentig bin ich noch nicht auf den Einschränkungen, dass hier noch 40, 50 Runden dauern. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne jetzt mal ein bisschen vielleicht noch den einen oder anderen Schaden raushauen. Da kommt der Skorpion. Naja, der zielt natürlich jetzt auf mich. Jetzt nicht mehr. Aua. Oh, Artillerie von hinten, ey. Die Sau. 534 Schaden. Ich muss mal eben pausieren. So, entschuldigt bitte, dass ich da gerade unterbrechen musste. Das war irgendwie, keine Ahnung. Also jetzt aktuell habe ich auch wieder 60 Frames per Second. Das war gerade eben auf 20 oder so. Das war ein bisschen uncool. Wir haben es noch geschafft, in den zweiten Scorpion auch nochmal einen Schaden reinzudrücken. Insgesamt war es jetzt nicht die Welt. Also es war eigentlich sogar sehr wenig. Aber wir haben immerhin durch Basiseroberung gewonnen. Und ja, dementsprechend 45.000 Gewinn gemacht. Wir probieren gleich nochmal eine Runde, ob das denn besser läuft. So, da die erste Runde jetzt nicht ganz so repräsentativ war, dachte ich mir, ich probiere es einfach nochmal mit der zweiten. Und aktuell, ja, könnt ihr sehen, ich habe schon Abstauberkill. Das läuft auf jeden Fall schon mal. Stehe zusammen mit der Frosch und muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass der ein Stück vor mir stand, weil der hat schon ordentlich gefressen. 1200 Schaden hat er schon gekriegt. Ich glaube, vielleicht einiges davon war auch für mich bestimmt. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Nichtsdestotrotz sieht es aktuell gar nicht so schlecht aus hier. Und ich hoffe mal, dass das auch so bleibt, dass da vielleicht der ein oder andere Panzer nochmal um die Ecke luschert gleich. Denn ich würde gerne... Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh, der Waffenträger, ne? Von der Seite. Ah, der... Der wollte sich eigentlich auch einen abholen. Da habe ich im Moment nicht aufgepasst. Das kommt davon, wenn man so viel quatscht und nicht spielt. So, oh, da kommt der Kinderwerfer. ...215B... Da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn der rumkommt. Aber aktuell, wir haben eine FV4005 da stehen. Das ist, wo ist er? Gerade eben war er doch da. Komm schon. Waffenträger. Nein. Tu's nicht. Ach, so ein Ärger. Huch. So, einzielen, einzielen, einzielen. Waffenträger, Waffenträger, wo bist du? Komm raus. Komm doch raus. Ah, so ein Ärger. Gerade eben hätte ich die Chance gehabt, jetzt nicht mehr. Gut, da ist er weg. Dann fahren wir mal ein bisschen weiter mit nach vorne. Ich hatte, glaube ich, jetzt aktuell mit dem EZ120 hier fünf Gefechte oder sechs Gefechte. Man hatte erst zwei Stufe 10er Matches.
Das fühlt sich ja schon fast so ein bisschen an wie angepasstes Matchmaking, wenn man nicht 9 von 10 als Low Tier spielt. So, nichtsdestotrotz versuche ich jetzt. Oh, da steht einer auf dem Hügel, sehe ich gerade. Who this? Kann backziehen. So. Ja. Achso, schade, ich dachte, er bleibt stehen. Für den Moment dachte ich, der bleibt stehen. Na gut. Dem war allerdings nicht so. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht zu übermütig werde. Aber die Chance jetzt war. Chance schon genutzt. Ich wollte gerade sagen, die Chance, dass der jetzt gerade geschossen hat, die mussten wir auf jeden Fall nutzen. Nicht, dass der noch einen rausrödelt hier. Das wäre nämlich hässlich geworden. Ich meine, 9:3 sieht aktuell ganz gut aus hier für uns. Und nein, da komme ich auch nicht ran. Ärger, Ärger. Headshot. Komme ich auch nicht ran. Gibt's auch gar nicht. So, wollen wir gleich mal hier um die Ecke luschern, weil hier steht nämlich auf jeden Fall einer. Wo ich auch nicht rankomme. Das war zwar jetzt nicht ganz so elegant, würde ich mal einfach so sagen, aber es war effektiv. So, ich werde mir jetzt einen fangen hier von dem. Oder sehr schön. Da hat er aber irgendwie ein bisschen geschlafen für einen Moment, glaube ich, weil da hätte ich auf jeden Fall damit gerechnet, dass ich hier eine reingedrückt kriege. Okay, aber also man kann schon sehen, selbst in Stufe 10er Matches kann man mit dem Panzer hier, mit dem Jagdpanzer relativ gut um. Liegt vielleicht auch daran, dass er echt schön mobil ist und ich mag den. Oh, oh doch, getroffen. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich habe wieder geschossen. So, ja okay, 1850 Schaden war ungefähr so wie gerade eben. Aber immerhin 2 Kills dazu und es war ein Stufe 10er Match. Dementsprechend war das doch auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Oh, zweite Klasse, neuer Rekord. Ich näher mich mit ganz großen Schritten. Ja, es war doch ganz okay. Dafür, dass es ein Stufe 10er Match war, zweiter Platz im Team. Da kann man durchaus nicht meckern. 6 Schuss, 5 Treffer, 5 Durchschläge. Habe ich eigentlich auch auf 10er geschossen? Ja, ne? So. So, und dann nochmal eine dritte Runde. Wir wollen mal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal irgendwas Gutes hinkriegen. Ich sag mal, die beiden Runden gerade eben waren ja schon mit 1800 Schaden. Moment, das ist mein Mikrofon nicht richtig. Ja, ich weiß nicht, kann man dazu okay sagen? Ich finde schon, gerade bei Stufe oder gegen Stufe 10 kann man mit 1800 Schaden zufrieden sein. Hier fiel dahinter fiel ein Baum um. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht dem Ferdinand gleich noch einen reindrücken können. Und oh, komm schon, ein kritischer Treffer. Was zum Teufel? Voll von der Seite rein. Da hat er echt Glück gehabt. So ein Ärger. Nein, hau ab, hau ab. Ach, stehen die Idioten hier wieder im Weg rum, ne? So. Wir verteilen kostenlose Schellen hier. Und gut, dass der auf ist. Da kann ich schon mal gucken. Ach ja. Oh Mann, ey. Muss der genau in meiner Schussbahn fahren? Am liebsten würde ich dem echt eine reinbrezeln. Wie kann man denn so dumm sein? Der hat doch gesehen, dass ich hier stehe. Und dann kriegt er auch noch von der Seite. Manchmal ist es einfach nur schön. Oh, oh, oh. Tja.
Da habe ich jetzt natürlich 195 Schaden. Beim Scorpion hätte ich wesentlich mehr machen können. Aber ja, ich musste das halt machen. Sonst wäre der Ferdinand halt noch früher aus dem Spiel gegangen. Tja, jetzt habe ich hier natürlich keinen einzigen Spotter mehr. Aber ich sehe auch gerade die Gegner... Oh, hoppala, was war hier denn los? So, wir drehen mal eine kleine Runde. Und dann geht's gleich weiter. So. Ah, Headset ist nicht richtig. Diese Standardansicht hier, ne, von diesem WOT, das ist sehr ungewohnt alles. Da freue ich mich, sobald der Mod aktualisiert wurde, der Pro-Mod, und ich hier wieder ein klein bisschen meine eigene Übersicht, die gewohnte Übersicht habe. Auch so alleine das mit dem, mit den Sachen einbauen, ne? Also wir gucken erst einmal ganz kurz. Also diesmal auch wieder nur so eine Mittelfeldrunde, ne? Aber selbst hier noch 40.000 Gewinn gemacht. 4 Schuss, 4 Treffer, 3 Durchschläge. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das Ding fährt sich eigentlich relativ gut. Und also ist sehr, sehr mobil. Hat eine gute Wendegeschwindigkeit. Der Durchschlag ist okay, sag ich mal. 248 kann man mit leben. Ist natürlich aber auch 50 Meter. Ne? Meistens kämpft man ja eher so zwischen 200 und 500 Metern. Und da sehen wir dann, da wird das so um die 240 Durchschlag liegen wahrscheinlich. Aber selbst das ist auch noch okay, wenn man jetzt nicht gerade in Stufe 10er Matches kommt. Aber ich muss sagen, bisher, ich glaube, ich hatte jetzt so insgesamt 10 Spiele oder so mit dem. Und ich hatte bisher dreimal Tier 10. Und das war eigentlich ganz okay. Und selbst da kommt man eigentlich ganz gut durch. Sonst nimmt man die hier. Und damit kommt man auf jeden Fall dadurch. Na, also er hat zweimal Heat und ja, oder einmal Heat, High Explosive und Armor Piercing. Das sind halt so die Munitionstypen, die er dabei hat. Und ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mir jetzt den geholt habe anstelle des Thunderbolts und des Rudys. Wie gesagt, auch wenn ich sie gerne nochmal irgendwann in der Garage stehen haben möchte. Aber sinnvoller war es so auf jeden Fall, denn ihr könnt sehen, die Crew hat jetzt in den letzten 3, 4, 5 Spielen ist sie schon mal relativ weit hochgegangen. Das ist natürlich das ist natürlich sehr gut. Weil wenn ich dann jetzt demnächst hier mit den Lütten weitermache, das hier ist übrigens der Stufe 4er, dann ist die Crew da auf jeden Fall auch wesentlich besser. Aber ich muss sagen, wie gesagt, zu den ersten Runden war okay, man muss sich halt auch erstmal mit was einfahren. Gerade weil ich in den letzten 2, 3 Tagen, seitdem ich den Streetswagen S1 habe, bin ich den fast nur noch gefahren. Und habe mit dem eigentlich auch eine ganz gute Sieggerade rausgeholt. Ich war am Anfang so bei 30%, jetzt bin ich bei 53. Habe damit auch gut meine WN8 pushen können. Und ich muss sagen, der Streetswagen S1 ist aktuell auf jeden Fall immer noch mein Lieblings-TD, weil ich mit diesem Belagerungsmodus, das ist genau das, was ich cool finde, oder was ich gerne spielen mag. Das ist, ja, passt einfach zu mir, und deshalb ist das aktuell mein Lieblings-TD. Und man kann auch sehen, ich hatte noch so ein paar Aufkleber über, die habe ich da jetzt einfach mal drauf gebappt. Und da wird es in nächster Zeit dann auch noch mal ein kleines, zwei, drei kleine Spiele geben. Vielleicht auch Replays. Ich habe schon 1, 2 hochgeladen, die ganz cool sind. So mit über 4000 Schaden. Das sind dann ganz nette Runden. Vielleicht zeige ich die auch, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, heute war ja nun der WZ-120-1 GFT dran. Ne, 120-1 FT. Wieso steht denn hier GFT? Und hier steht FT. Gut, das wird man sicherlich rausfinden irgendwann. Oder vielleicht wisst ihr es, dann sagt mir Bescheid. Das waren auf jeden Fall so meine ersten Runden plus erste Eindrücke von dem neuen Chinesen-TD. Premium-TD. Und also ich finde, so ein Ding kann man gut stehen haben, gerade wenn man, so wie ich plane ja jetzt dann halt auch den Chinesen-TD-Baum da durchzuspielen. Oder naja, durchzuspielen wird ewig dauern, aber auf jeden Fall anzuspielen und soweit wie es geht halt auch da voranzukommen. Und dementsprechend ist das mit dem Crew-Training hier auf jeden Fall
Sehr cool. So, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass der Sound so ein bisschen schlecht ist. Das liegt irgendwie noch an meinem Headset und den Einstellungen hier. Versuche ich demnächst wieder hinzukriegen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß und ciao, ciao.